Mittwoch. Oh, jetzt geht's rund. So, let's take the room. Oh, Alter. Ja, so sieht die Sache schon besser aus. Ab geht's, Alter. Ja, los geht's. Ist hier nichts, was man mal kurz hauen könnte? Weil ich schon ganz gerne wissen würde, was er für Power hat. Oh, ist das so gut. Ich sag's euch, wenn wir den auf 10.000 Leber haben, dann rumpelt's in der Kiste. Dann gibt's eigentlich so ziemlich nichts, vor dem wir Angst haben müssen. Ja, gute Giga vielleicht. Aber ich habe mit den Viecher schon fette Alpha-Kanus zerlegt. Oh ja, Spaß ist, was ich draus mache. So, komm, ab zum Schiff. Haben eine Mission. Auch irgendwas, was man verhauen könne. Ist doch was. Gut, 60 ist dann zu berühmt und ich hätte jetzt einfach gedacht, wenn ich was töte, ja, dann geht das mit dem Pimmel ein bisschen schneller. Hab ich probiert. Level sind natürlich schon was. Aber jetzt aber überlebt, dass der Moschhops doppelt so viel Schaden macht. So, kurz tanke, weil drei Schildis sind drei Schildis. Und er ist noch so ganz aufgeladen. Ey, Schildi, bleib mal stehen. Ich hau dir jetzt in den Arsch. Machst du überhaupt Schade? Oh, Mate Boost. Das reicht nicht. Nee, keine Angst, ich habe mein Level schon auch. Aber eigentlich soll doch. Hallo Dello, vielleicht mach ich mal noch kurz. Nur weit genug weg, dass ich mal Ausdauer aufladen kann. Weil dann kann ich jetzt Gas geben. Und noch schnell einhüpfen. Warum ist sie Ausdauer auf?
Ende werden wir. Pimbo, unser Kollege. Können wir mal ein bisschen zwangsfüttern. Damit wird deine Schildliste mal geklickt in den Arsch treten können. Gut, der lädt aber schnell auf. Das ist gut. So, Schildis. Klassisch verwirrt hat. Ah ja, für mich zählt die Rune. Ja, stimmt. Du bist ja kein Alpha, oder? Oh, aber es sind gleich drei. Das könnte schlecht sein. Sind eben keine Schildis. Meine Schildis sind jetzt nicht sonderlich stark, aber die halten einfach scheiße viel aus. So, zurück zum Schief. Mal gucken, wie das da aussieht mit Hallo Rex. Ich sage es nur Ungarn, aber du passt mir jetzt eigentlich gar nichts ins Konzept. Gott, okay, der guckt's nach Rex. Ist jetzt nichts, wo ich mal so sonderlich viel Panik von machen müsste. Zumal der heute Badetag hat. Gut. Alpha. Was? Weil eben nein, mit einem Alpha möchte ich mich ungern anlegen. Ich denke mal, ich kann mal noch. Voll lade. Sicher ist. Jetzt noch einer. Der gefällt mir nicht. Der hat auch scheiße viel mehr Leben wie mir. Ich würde sagen, wir laufen mal da am Strand rum. Weil ich schätze mal, wir kommen auch irgendwie da hin rum hoch. Da war doch noch irgendwo einer. Ich
Hier habe ich doch gar nicht, Alter. Gut, wer sterben will. Gut, 1700 Level. Und ich möchte zu bedenken geben, er ist technisch gesehen mit seinem Level 40 Oberlauch. Oder Level 45, was er doch gehabt hat. So, was haben wir hier? Irgendwas Alpha-Optomäßiges? Nee, aber sau schön, Agenda, was haben wir das gesehen? Das ist jetzt berühmt. Aber auch dir schön. Wer ist so schön? Level hübsch. Anakonikova, sieht gut aus, kann aber nichts. Ein Bagda. Oh, guck mal. Hallo. Du hier oben bist. Ich kann nicht erst zähmen. Wenn ich entsprechend mein Zeug wieder habe. Oh, die müsste jetzt dann irgendwo die Falle sein. Hin. Blinken gesehen. Oh. Damit haben wir auf jeden Fall die Farben, sehr gut. Ich würde sagen, was ist. Ja, warum ist mein Death Point hier hin und mein Tasch liegt hier? Das hast du echt gut gemacht, mein Freund. Läuft bei dir. Ich muss jetzt nur schweres Zeug loswerden. Da haben wir doch schon was. Da, gut. Kann ich jetzt laufen? Nö, läuft. Schweres Zeug. Was ist ein schweres Zeug? Gut, ich brauche mal nicht. Können wir jetzt wieder kommen? Bin ich eigentlich nackig? Der Rüsch ist im Arsch, gut. Was ist ein schweres Zeugs hier? Dieses Harz-Scheißzeug, brauche ich das irgendwie? Nö. Gut, jetzt müsst ihr laufen. Oh, Harz hätte man eh gehabt, gut. Ne, haben wir doch draußen Holzstand. Ich kann mal darüber schmeißen. Nicht darüber schmeißen. Ich. Oh, Leder. Oh, Leder haben wir jetzt. Gut. Okay. Holz raus. Was
mal rausmachen. Aber Keratin, was bist du nicht? Zack. Major-Bäre brauchen wir jetzt auch nicht so zwingend. Und der Terry-Sattel dabei, alles drin. Verstehe ich nicht so ganz, warum da jetzt alles drin ist. Aber ja gut. Muss man sich ja nicht drum streiten. So, wir haben auf jeden Fall jetzt noch jede Menge Fleisch. Ah, ne, warte mal, Metall kann man außen. Aus dem Kollege Richter hole. Weil das trägt ja auch nicht so viel. Das ist nur noch dabei, was man braucht. Gut, Ehre brauchen wir sowieso nicht. Die holen wir rüber. Zack, zack. Zack, zack. So. Jo. Sieht gut aus. Jetzt mal Kühlschrank, dann kriegst du Fleisch. Darfst du auch vergessen, gar kein Thema. So. Okay, ah, das kann man auch gerade drin schmeißen. Wenn wir jetzt zwei davon haben. Ne, wir können es nicht drin schmeißen. Schmeißen wir das auch. So, Fackels haben wir. Den schmeißen wir auch drin. Sicher, sicher. Und wir noch gerade gucken, was wir an. Dings da gebaut kriegen. Oh, wir haben noch 12. Und dann heißt es gleich Rex-Schwade gehen. Aber gleich heißt es erstmal Folgenende. Wir warten noch, bis das Narkosemittel durch ist. Dann machen wir Folgenende. Ja, und entweder opfern wir dann der noch nicht ist. Aber nee, eigentlich nicht. Wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle, stellen wir dann einfach in die Falle. Die kann der Rex zwar zerklopfen, aber dafür müsste er erstmal dorthin kommen. Die Frage ist, sind wir schnell genug? Wahrscheinlich ja nicht. Ich hatte da schon mal so meine Erfahrungen damit. Das heißt, wir müssten gucken, dass wir den Rex auch irgendwie demobilisieren. Dumm ist, dass man vom Tenonichus aus nicht schießen kann. Oder? Ne, ich glaube nicht, dass man es kann. Alternativ könnten wir uns aber auch in die Falle stellen. Von dort aus auf den Rex schieße. Gut, Pfeile haben wir satt. Ach, wie ist er nicht schön. So, und mit diesem wunderschönen Bild verabscheue ich mich.